Herzlich willkommen bei Hallo Meinung. Liebe Zuschauer, begrüßen Sie mit mir Jürgen Braun. Jürgen Braun ist Mitglied des Deutschen Bundestages. Er ist Fraktion der AfD, Sprecher für Menschenrechte und Verbraucherschutz und er ist seit kurzem, leitet er die Fraktion der AfD in Baden-Württemberg. Herzlich willkommen bei Hallo Meinung. Ja, vielen Dank. Nicht die Fraktion, sondern die Landesgruppe, die Die Baden-Württemberg Landesgruppe. in der Jawohl. Bundesfraktion. Danke für die Aufklärung, ja. Ja, freut Ja. mich bei Ihnen, Herr Weber. Ich freue mich auch wieder da auf die zahlreichen Zuschauer von Ihnen, die ich ganz herzlich begrüße. Ja, es gibt spannende Themen. Wir stehen vor einer Weltmeisterschaft, wo das Thema Nachhaltigkeit vom DFB immer deutlich auf die Fahne geschrieben wird. Menschenrechte. Ja, sogar der Flieger war entsprechend gekennzeichnet, ne, von der Lufthansa, Fenhansa und so weiter. Gehen die da ehrlich mit um? Ich meine, wir erkennen jetzt, dass Katar ein Land ist, wo vermeintlich diese Weltmeisterschaft mit viel Geld erkauft wurde, Fragezeichen. Und wo das Thema Menschenrechte nicht immer im Vordergrund stehen. Aber das spielt doch eigentlich bei der Beschaffung von Gas oder anderen Dingen in der Zusammenarbeit, in der Globalisierung keine Rolle. Ist das Heuchelei, was hier vorgeht? Ja, Sie haben das Schlagwort gesagt, Heuchelei. Man kann es kaum anders benennen. Es fängt ja schon mit dieser tollen Lufthansa-Maschine an, die so herrlich bunt ist. Die fliegt ja aber nur bis Oman, mit der Nationalmannschaft und dem ganzen Begleittross. Und dann bleibt sie dort. Und von Oman nach Katar fliegt man dann wiederum, ich glaube, mit einer neutralen Maschine, damit man die Machthaber im Emirat Katar nicht verärgert, die ja auch in inniger Beziehung auch zum FC Bayern München zum Beispiel schon sehr lange sind. Ja, es ist Heuchelei. Es ist ganz, ganz viel Heuchelei. Und es kommt alles 12 Jahre zu spät, dass Katar ein Unrechtsregime ist, dass in Katar Gastarbeiter, Hunderttausende von Gastarbeitern miserabel behandelt werden, dass es gegen die Menschenwürde verstößt, dass es eine Art Sklavenhaltung im Kafala-System dort gibt. Das ist auch vor 12 Jahren bekannt gewesen, als man eben die WM an Katar vergeben hat. Nur da habe ich von ARD und ZDF so gut wie nichts Negatives gehört. Man war sogar begeistert über die elegante Doppelvergabe der FIFA 2010 an Russland, der einen WM und der nächsten WM an Katar. Da hat man sogar gesagt, das wäre ganz toll. Und im ZDF kann ich mich noch wie heute daran erinnern, dass da Reporter witzelten darüber, wie dumm doch die Engländer gewesen seien. Die sind nun ausgetrickst. Dabei hätten die Engländer es verdient gehabt, die WM auszurichten, anders als Katar, als traditionelles Land des Fußballs. Die waren seit 1966 nicht mehr dran, die Engländer. Sie wären fällig gewesen. Nur offenkundig hat sich der englische Fußballverband nicht so intensiv an den Bestechungen innerhalb der FIFA beteiligt wie Russland und Katar. Das ist halt das Spiel, was da läuft. Und das ist traurig. Traurig, dass auf dem Rücken von letztlich Milliarden Fußballfans auf der Welt so ein hinterhältiges Spiel getrieben wird. Und jetzt plötzlich, jetzt in den letzten Im letzten Jahr entdecken, in dieser Woche besonders, entdecken jetzt ARD und ZDF ihre Kritik an Katar. Vor 12 Jahren war davon so gut wie nie die Rede. Jetzt haben wir ja zwei Aspekte. Wir hatten einen Wirtschaftsminister, der hat fast Wirbelsäulenprobleme bekommen, als er dort war, als er sich verbeugt hat, Thema Flüssiggaslieferung. Und wir haben zum anderen bei uns das Thema Energie. Das beschäftigt uns ja. Nun erleben wir ja dort gerade in Katar, ist jetzt Sommer, Temperaturen jenseits der 40 Grad werden dort erreicht. Die Stadien werden auf Richtung 20 Grad heruntergekühlt. Tja, bei uns, die Ladenbesitzer sollen ab 22 Uhr ihre Beleuchtung abschalten. Städte werden heruntergedreht, was letztlich auch auf Kosten der Sicherheit geht. Ist das nicht ein Aspekt, wo man sagt, wie lange glaubt ihr eigentlich, die Menschen noch für dumm verkaufen zu können? Ich sage es so salopp, so verständlich, aber das ist doch ein reines Dummverkaufen, dass man ja sagt, pass mal auf, dein Diesel, den kannst du wegschmeißen. Wir setzen auf Elektro, was sowieso schwierig sein wird. Und dort haben wir eine Fußball-Weltmeisterschaft und in Kürze findet in Saudi-Arabien eine Weltmeisterschaft statt. Herr Braun, das ist doch mit normalem Menschenverstand nicht mehr nachzuvollziehen. Das ist alles in der Tat Heuchelei, das ist verlogen bis dort hinaus. Und die Sportfans werden ausgenutzt im Grunde genommen, indem man dann einen riesen Werbezirkus drumherum organisiert. Ja, und wir sollen hier alle sparen. Der arme Bürger, der normale Bürger kann sich die Energie in Deutschland nicht mehr leisten. Die Industrie
ist kurz vor dem Ende in Deutschland in immer mehr Bereichen. Nicht? Das ist, ja, und parallel macht man in Katar, gut, da ist ja ständig Sommer, ne? Nach unseren Maßstäben ist ja in Katar durchgehend Sommer. Und da hat man das auf den Winter verlegt. Sie sind ja noch Nordhalbkugel, weil es ein bisschen milder ist vom Wetter her. Und dann wird alles runtergekühlt. Dann werden mit gigantischen Milliardensummen werden Stadien gebaut in einem Land, das im Grunde genommen, ich vielleicht ein oder zwei Fußballstadien insgesamt braucht, werden jetzt massenhaft solche Arenen gebaut. Es ist an Irrsinn wirklich nicht mehr zu übertreffen. Aber das, wie gesagt, alles das ist seit über 12 Jahren bekannt und man hat sich trotzdem für dieses Regime entschieden. Man hat sich trotzdem dafür entschieden, nicht nach England, sondern nach Russland und Katar zu gehen. Und das ist halt, ja, das ist die FIFA. Das ist die FIFA. Und wer mit dem Weltfußballverband so umgeht, wie die Medienanstalten, dass sie die Rechte kaufen, da braucht sich dann nachher nicht zu wundern, wenn das bei Kritik, wenn man Kritik äußert, wenig glaubwürdig ist. Also jetzt die Kritik zu äußern, ist sehr seltsam und es ist typisch ARD und ZDF. Man kommt dann auf die Idee, wenn es zu spät ist, nachdem man die Übertragungsrechte dort wieder teuer mit den Geldern der Zwangsgebühren aus Deutschland gekauft hat. Das darf man ja nicht vergessen. Das hat man auch wieder gemacht. Nicht? Es ist eine Verlogenheit nach der anderen und wir wissen alle, wie groß diese Aufgebote denn sein werden, wie viele Massen dann unterwegs sein werden. Wahrscheinlich wird man jetzt noch in aller Verlogenheit von ARD und ZDF sagen, wir müssen ja auch noch mehr Reporter mitnehmen, mehr Techniker mitnehmen, weil wir ja über die Menschenrechtslage parallel auch noch berichten wollen. Die müssen jetzt auch noch dahin fliegen. Genauso wie eben in Sharm el-Sheikh, eben der Klimagipfel, wo man sich dann die Hauptfrage stellen muss, wie groß sind eigentlich die Abstellräume am Flughafen Sharm el-Sheikh für die ganzen Privatjets, die dort landen, angeblich um die Welt zu retten und das Klima der nächsten Jahrzehnte zu bestimmen durch große Beschlüsse der Weltklimakonferenz. Jetzt haben wir die Weltbevölkerung, jetzt haben wir 8 Milliarden Menschen. Das ist ja jetzt vor kurzem verkündet worden. 8 Milliarden Menschen. G7 findet ja immer statt. Den Menschen wird versucht, glaubhaft zu machen. G7 ist der große Teil der Weltbevölkerung. Dem ist nicht so. G7 verkörpert 15% der Weltbevölkerung. Ich habe gehört und gelesen, Sie haben eine Indienreise gemacht. Sie haben Teile von Indien besucht. Indien hat eine Bevölkerung von 1,4 Milliarden Menschen. Jetzt schlagen wir uns ja mit Gendersprache herum. Jetzt schlagen wir uns damit rum, dass im Grunde genommen eine Geschlechtsbestimmung nicht möglich ist, ob Männlein oder Weiblein. Wir schlagen uns damit rum, dass mit 14 Jahren gesagt werden kann, also pass auf, ich fühle mich jetzt nicht mehr als Bub, so wie wir in Bayern sagen, sondern ich bin ein Mädchen, ich möchte ein Mädchen sein. Wir sagen, Waffen schaffen Frieden. Haben Sie diese Themen angesprochen in Indien und wie gehen die Menschen damit um, wenn sie das zur Sprache bringen? Tja, also das Thema Geschlechtsumwandlung mit 14 und ob es mehr Geschlechter als zwei gibt, nicht? Biologisch gibt es ja eigentlich völlig unbestritten nur zwei Geschlechter. Ob man sich dazu fühlen kann oder umoperieren lassen kann zu einem anderen Geschlecht. Solche Fragen, die hier in Deutschland von weiten Teilen der Politik ständig gebracht werden, von den Medien ständig gebracht werden, von der Unterhaltungsindustrie ständig gebracht werden. Solche Fragen, muss ich gestehen, habe ich mich nicht getraut, den Indern zu stellen. Ich wollte nicht bei jeder Runde an einem Tisch mit vier, fünf Indern als Idiot oder als verrückt erscheinen, weil ich glaube, dass die Inder ganz andere Sorgen haben und wie die meisten Menschen auf dieser Welt. Es sind 1,4 Milliarden Menschen, ja. Und das ist de facto wahrscheinlich jetzt schon das größte Volk der Welt, weil die Chinesen stagnieren. Die Inder übrigens nehmen nicht mehr ganz so zu, wie wir das aus alten Statistiken kennen. Also wir haben eine Geburtenrate, also eine gebärfähige Frau gebärt 2,0, 2,1 Menschen im Durchschnitt in Indien heutzutage. Das heißt, man ist am Idealzustand nahe. Auf dem Land ist es noch etwas mehr, auch in der Stadt entsprechend weniger. Aber 2,0, 2,1, das wäre die Geburtenrate, die Deutschland sehr gerne hätte und seit Jahrzehnten nicht mehr erreicht. Das ist genau, dass es ungefähr gleich bleibt in der Bevölkerung. Also Indien hat vieles geleistet. Das ist bewundernswert.
wie diese Menschen das schaffen, in vielen Teilen Indiens über die Runden zu kommen. Die Armut in weiten Teilen übrigens deutlich geringer. Also früher war es ja auch eben Armut im Sinne, dass man gestorben ist. Wir haben ja in den Schulen in den 70er, 80er Jahren gelernt, dass im Grunde genommen man fast nichts dagegen tun könne, dass einige Millionen Menschen jedes Jahr in Indien an Hunger sterben. Das ist zum Glück weit weg. Das ist durch die moderne Landwirtschaft, durch die modernen Methoden der Landwirtschaft, durch modernes Saatgut, durch moderne Düngung hat es Indien geschafft, dass Indien mehr Grundnahrungsmittel erzeugt, als es braucht. Sowohl Reis wie Weizen wie Mais, Überschuss. Nicht? Das muss man ganz deutlich sagen. Aber die Inder sind natürlich weit von einem europäischen Wohlstand im Durchschnitt entfernt. Das ist vollkommen klar. Aber ich bewundere, wie die Menschen es schaffen, weitgehend friedlich dort zu leben. Der Straßenverkehr mutet aggressiv und chaotisch an in jeder Region dort. Fahrstreifen existieren nur als Vorschlag, den man ignoriert, nicht? Wo drei Fahrstreifen sind, fahren dann in einer Richtung, fahren dann sechs Autos parallel irgendwie. Aber es gibt fast keine Unfälle. Jedenfalls, man ist rücksichtsvoller, als man auf den ersten Blick glaubt. Man kann auch zu Fuß in Ruhe über eine Straße gehen im Gewusel, solange man nicht hektisch hin und her rennt. Also es ist, die Inder sind bewundernswert in ihrer Art, wie sie arbeiten, wie sie fleißig sind und wie sie sich entwickeln. Ich bin nur nicht gewiss der Mensch, der gerne in Indien leben möchte auf Dauer. Aber es ist hochinteressant, dass die Spinnereien in Europa, die wir vor allem in Deutschland haben, dass die von den Indern mit einem Lächeln freundlich beantwortet werden. Und dann wird im offiziellen Teil gesagt, ja, unsere ökologische Landwirtschaft im Bundesstaat Sikkim, also im Norden, das ist der kleine Bundesstaat direkt im Himalaya gelegen, Grenze zu Nepal, Bhutan, Tibet, also heute China. Diese ökologische Landwirtschaft funktioniert in dem Projekt gut, in jenem Projekt gut und dort sehr gut, wird erläutert. Wenn man mit denselben Menschen wenige Stunden später spricht, unter vier Augen oder in kleiner Runde nur mit Indern, dann stellt man fest, ja, das die einzelnen Projekte mit Förderung geht das, ja. Aber insgesamt funktioniert die Landwirtschaft nicht auf ökologischer Basis im ersten Ökostaat der Welt, wie Sikkim offiziell seit mehreren Jahren genannt wird. Nein, wir als Fachleute in Sikkim, wir sind etwas, wir schämen uns geradezu, dass wir aus anderen Bundesstaaten Indiens, zum Beispiel Westbengalen, dass wir dort aus diesen Bundesstaaten Nahrungsmittel jetzt importieren müssen, einführen müssen, weil wir in Sikkim mit dem Ökolandbau nicht über die Runden kommen und damit ein großes Problem haben. Also hochinteressant, deutsche Öko-Ideologie wird freundlich den Gästen über beantwortet. Und wenn man dann konkret wird im kleinen Kreis, dann sagen die natürlich, ist das alles irgendwo Blödsinn und wir können uns das nicht vorstellen. Wir können uns das nicht vorstellen, das so weiterzumachen. 1,4 Milliarden Inder können nicht mit deutschen Ideen von Ökolandbau ernährt werden. Das ist vollkommen klar. Dann hätten Sie sicherlich jetzt Gelegenheit oder haben Gelegenheit, mit Sam Özdemir darüber mal rüber zu reden. Was bei uns großartigen Verkehrsexperten, der mit der S-Bahn nach Bad Urach fahren wollte, laut Bundestagsrede, wo es noch nie eine S-Bahn gegeben hat vom Stuttgarter Flughafen nach Bad Urach und der eben jetzt der große Agrarexperte ist und wahrscheinlich über Hanf oder Marihuana oder irgend sowas maximal reden kann und alle Landwirte wie Anthony Lee, die in der Praxis unterwegs sind, zu Recht ihn belächeln oder extrem wütend auf ihn sind für seinen Blödsinn, den er von sich gibt. Ja. Tja, weil er ganze Traditionsbetriebe kaputt macht, täglich. Er macht sie täglich kaputt. Täglich geben Landwirte auf in Deutschland und erzeugen Weizen, der nicht mehr genug Eiweiß enthält, durch die Zwänge der Politik. Völlig irre, ja. Tja, und die Medien greifen es nicht so auf. Das Thema Energie spielt bei uns eine immer zunehmende werdende Rolle. Die Bezahlbarkeit, wir hören das Thema Bürgergeld, ein völlig wirres Unterfangen, das ohne Sanktionen laufen soll. Mieten sollen ja zwei Jahre bezahlt werden. Das ist ein Erkaufen von Wählerstimmen. Jetzt hören wir, was den Gaspreisdeckel, was die Unterstützung angeht. Wir hören aber auch, wir merken zunehmend das Thema Deindustrialisierung. Wir haben das jetzt in Niedersachsen, erleben wir das, eine stellvertretende Ministerpräsidentin, Willy Hamburg,
sitzt im Aufsichtsrat mit von VW eine bekennende Auto-Nichtliebhaberin, sage ich vorsichtig, die also hier klipp und klar sagt, so Standorte wie Wolfsburg in der Fertigung haben mittelfristig keine Überlebenschance. Wir haben einen Audi-Vorstandschef, der sagt, der kann sich also weniger, man sollte weniger Auto fahren, man sollte auch autofreie Tage mit einführen. Das Thema Fahrrad sollte im Vordergrund stehen. Und wir haben neueste Meldungen von einer Dame, die sitzt im Vorstand bei Audi. Sie sagt, dass Audi in 10 Jahren noch existent ist. Stehen die Chancen 50-50? Ich frage Sie, Sie sind lange genug unterwegs, Sie waren beim Öffentlich-Rechtlichen in leitender Funktion, darauf kommen wir noch zu sprechen. Sind die eigentlich von allen guten Geistern verlassen? Tja, unser Land steuert in eine Katastrophe und es wird nicht umgesteuert. Haben Sie vollkommen recht. Wir sind von allen guten Geistern verlassen mittlerweile in der Regierungspolitik der Ampel, aber auch bei der Union, die nur minimal korrigiert. Nicht, wir dürfen ja nicht vergessen, in der Ampel ist übrigens auch die FDP dabei, die immer früher über Jahrzehnte so getan hat, als ob sie die große Wirtschaftspartei sei. Sie macht diesen ganzen Ökokram mit. Sie vertritt im Grunde genommen politologische Spinnereien, die mit der Wirtschaft fast nichts mehr zu tun haben. Und ich möchte noch einmal ganz kurz Indien zitieren. In Indien hat der Vorsitzende des Umweltausschusses des Parlaments in der Runde mit dem Umweltausschuss hier aus Deutschland, dem ich ja angehöre, uns gesagt in Neu-Delhi im Parlament, wir in Indien beobachten Deutschland sehr interessiert, was Deutschland so macht in Sachen Energie. Wir können in Indien nicht auf Kohle und Kernenergie verzichten in der Energieerzeugung. Hat dann 20 Minuten gedauert, bis ich dann dran war und dann was sagen durfte. Und dann habe ich gesagt, ja, mit Respekt, Herr Vorsitzender, wir sehen das unterschiedlich in unserem Land. Ich sage ganz klar, auch wir Deutschen können es uns nicht leisten, aus Kohle und Kernenergie auszusteigen. Inder, ja, Sie genauso, Sie erkennen das, aber wir können in Deutschland auch keine Wunder vollbringen. Und dabei wird immer gerne eins vergessen. Die zwei wesentlichen Punkte, die uns jetzt bedrohen, die waren von den Grünen immer gewollt und immer gefordert, auch wenn ein Herr Habeck und eine Frau Baerbock heute nicht darüber sprechen. Aber es war von Claudia Roth-Trittin, von all diesen Leuten immer wieder gefordert worden, ein Ende der Industrie in Deutschland und die Verteuerung der Energie. Und wer die Verteuerung der Energie fordert, der will unsere Industrie sowieso kaputt machen. Der will unser Leben in Deutschland kaputt machen. Der will dafür sorgen, dass Millionen Haushalte nicht mehr über den Winter kommen. Nicht? Und in Sikkim haben mir die Inder gesagt, ja, hier, wir müssen im Winter heizen. Zum Glück in 90% der Inder müssen nicht im Winter heizen. Aber hier in der Region sind wir so. Wie macht ihr das in Deutschland? Wo habt ihr die Wunderenergie her? Ja, sag ich, wir haben keine Wunderenergie. Und das ist genau der Punkt. Die Energie sollte immer teurer werden. Seit Jahrzehnten wollten das die Grünen. 5 Mark für den Liter Benzin, das ist ja schon eine uralte grüne Forderung. Claudia Roth hat immer das Ende der Chemieindustrie in Deutschland gefordert, über Jahrzehnte. Joschka Fischer hat es mitbetrieben als Minister schon in Hessen. Das ist immer der Sinn der Sache. Das sollte Deutschland deindustrialisiert werden, mit dem Hinweis, ja, man könne ja von Landwirtschaft leben und so weiter. Das heißt, Deindustrialisierung in Deutschland bedeutet Massenarmut. Das merken viele noch nicht. Wir können ohne die Industrie in Deutschland nicht existieren. Und wenn es heißt, ja, die Grundstoffe der chemischen Industrie, die sind dann eben, können dann nicht mehr erzeugt werden von BASF und anderen. Ja, BASF hat das offen erklärt. Nur wenn die Grundstoffe nicht mehr in Deutschland erzeugt werden können, wenn in Deutschland in der Chemie das nicht klappt, wenn in der Stahlindustrie, wenn Metallindustrie insgesamt, die Gießereien nicht mehr funktionieren in Deutschland, die Roheisenerzeugung nicht mehr funktioniert, wenn Weiterverarbeitungsschritte im Alubereich auch nicht möglich sind, dann ist der Klassiker der, dann wird die Veredelung von Metallen, die Veredelung von Chemiegrundstoffen in Deutschland auch nicht mehr stattfinden, weil sie niemand sich leisten kann. Und es gibt nichts Dümmeres, wirklich nichts Dümmeres, als in der Stahlindustrie jetzt zu sagen, wir werden klimaneutral Stahl erzeugen.
Ja, dann muss die Bundesregierung 100 Milliarden Euro im Jahr für Stahlsubventionen ausgeben aus Steuergeldern, die wir dann gar nicht mehr haben, um klimaneutralen Stahl zu erzeugen. Denn klimaneutraler Stahl ist weltweit nicht konkurrenzfähig. Es wird niemand auf der Welt uns imitieren mit, was weiß ich, von aus Windkraft irgendwann erzeugtem Stahl. Das ist völliger Unsinn. Völliger Unsinn, das wird nur gemacht, übrigens mit Forschungsprojekten wird es nur gemacht, weil Steuergelder verplempert werden ohne Ende. Und jeder Ingenieur, der an einem Forschungsprojekt beteiligt ist, wird Ihnen immer die Wahrheit sagen und sagen, ja, das geht mit. Wie teuer das wird er Ihnen nicht vorrechnen. Der wird dann sagen, wenn es 30 Mal so teuer ist, ist zwar nicht mehr marktfähig, aber technisch kriegen wir das irgendwie hin. Das heißt, wir leben in einem Wolkenkuckucksheim von Verrückten schon im Grunde genommen in unserem Land. Energie muss teurer werden, ist teurer geworden. Heute tun die Grünen so, als ob sie nichts damit zu tun haben. Sie haben es so gewollt. Und die Deindustrialisierung Deutschlands bedeutet Massenarmut, und zwar in den nächsten Jahren. Und die Industrie, die einmal weg ist in unserem Land, die wird nicht wiederkommen. Das ist der entscheidende Punkt. Nicht? Und dass wir noch das größte Chemiewerk der Welt in der BASF in Ludwigshafen und Umgebung haben, das ist noch so. Seit 11 Jahren wird in der deutschen Chemieindustrie nichts mehr neu investiert, wird nur noch im Ausland investiert, weil die Energiekrise absehbar war, in der Politik von Merkel, die eben aus der Kernenergie ausgestiegen ist. In der Wirtschaft wusste jeder, der mit Energie zu tun hat, seit 11 Jahren, seit Merkels panischem Atomausstieg, dass die Strompreise und die Energiepreise in Deutschland immer teurer werden und dass deshalb viele Investitionen in Deutschland nicht mehr möglich sind. Jetzt haben wir ja eigentlich dieselben Protagonisten. Es ändert sich ja nichts, wer in der Regierung ist. Ich meine, dass es jetzt schlimmer geworden ist, das ist sicherlich unbestritten. Aber Regierung Merkel, es wird immer so getan, dass die gesagt haben, wir haben mit der Vergangenheit nichts zu tun. Merkel hat den Atomausstieg beschleunigt. Sehen wir hier auf denjenigen, die jetzt maßgeblich in den Medien erscheinen, das einmal die Ampel ist, aber auch die CDU. Ich lasse die CSU jetzt mal draußen. Sehen wir da Ideologen von Ideologie von Versagern? Ich meine, wenn ich mir das jetzt anschaue, wenn ich von Menschen Respekt haben soll, dann ist das aus verschiedenartigen Gründen, dass sie eine Lebensleistung haben, dass derjenige sagt, ich bin Handwerker, dass derjenige sagt, ich bin Krankenpfleger. Er muss nicht studiert haben, das ist völlig wurscht. Aber sehen wir hier eine Ideologie von Versagern? Denn wenn ich mir die ganze Regierungsbank anschaue, wenn ich mir das anschaue, wer da sitzt, wenn ich mir die Länderparlamente anschaue, dann ist es doch einfach so, dass ich sage, es ist doch grausam, wer über das Land und damit über die Menschen bestimmt. Wie geht es Ihnen denn im Bundestag? Wir müssen da manchmal die Haare zu Berge stellen. Ich sagte ja, wir kommen gleich noch auf Öffentlich-Rechtlichen, aber Sie haben doch eine Reputation, Sie waren in leitender Funktion beim Öffentlich-Rechtlichen, Sie sind Journalist, Sie kommen in der Welt umher. Stehen Ihnen nicht die Haare zu Berge, dass ich sage, der Fatzke oder das Mädel will mal da irgendwas erzählen, die haben doch keine Ahnung, wie das Leben ausschaut. Ja, die Haare stehen einem im Bundestag oft zu Berge. Ich muss es einfach bekämpfen. Ich nehme einfach mehr Gel in die Haare, damit ich dann aushalte. Ja. Das mit zunehmendem Alter werden die Haare dünner und dann, dass sie nicht abstehen, ja, und zu Berge stehen. Da muss ich technisch mit technisch simplen Mitteln dagegen vorgehen. Also manchmal könnte man wirklich denken, es ist nur noch Kindergarten, was im Bundestag passiert. Und das Niveau ist auch innerhalb dieser letzten 5 Jahre nochmal gesunken. Ich bin jetzt über 5 Jahre dabei. Was jetzt insbesondere von der SPD und von den Grünen als JungpolitikerInnen, ne, sage ich jetzt mal so ausnahmsweise in diesem Sprachgebrauch, gekommen ist, das ist wirklich ein schlechter Kindergeburtstag. Ne? Ein Kindergeburtstag ohne Aufsicht oder man könnte auch sagen, die benehmen sich teilweise wie eine Klassenfahrt, wo der Lehrer betrunken in der Ecke liegt und nicht mehr aufpasst. Ja? Das ist also das Niveau und das nichts gegen Schüler auf Klassenfahrt. Mal, viele sind ja sehr niveauvoll unterwegs, keine Frage. Aber es ist Kindergarten im schlechtesten Sinne. Und diese Leute führen auch ständig das große Wort im Bundestag. Und wie es in der großen Politik mit den anderen Parteien auch ist, man traut sich seit Jahrzehnten ja nicht, von FDP, von CDU, von CSU, den Grünen massiv zu widersprechen. Man redet denen seit Jahrzehnten nach dem Munde. Die Grünen erzählen Unsinn. Ein Cem Özdemir hat von keinem politischen Thema wirklich Ahnung, aber man redet ihm nach dem Munde seit Jahrzehnten.
Es gibt nur ganz wenige Ausnahmen, ein Wolfgang Busbach oder so, die dann mal Klartext reden in bestimmten Sachen oder jetzt ein Herr Lindemann. Aber die anderen sind doch alle auf der Schleimspur unterwegs. Das ist das Irre. Die Grünen sind im Grunde genommen jahrzehntelang froh gewesen, wenn sie 5% erreicht haben. Aber in Wirklichkeit durch die Medien, durch die Unterhaltungsindustrie, durch irgendwelche spinnerten Popsänger und so weiter, sind die groß gewesen. Und man will nicht anecken. Und das ist die Politik von Angela Merkel ganz typisch gewesen. Das haben fast alle in der Union übernommen. Ja, nicht die Grünen reizen, ja, nicht die grünifizierten Medien reizen. Immer schön auf dieser Schleimspur unterwegs sein. Und das in der Falle sind die jetzt. Aber in der Falle ist unser ganzes Land, weil nur die AfD dagegen hält. Nur die Alternative für Deutschland hält dagegen von den Parteien im Deutschen Bundestag und ein bisschen noch Freie Wähler in einzelnen Landesparlamenten. Das war es dann aber auch schon. Und das Traurige ist, dass kluge Leute in der CDU, wie zum Beispiel Arnold Fahrts, inzwischen aufgehört haben, die immer diesen Klimawahn attackiert haben, die immer diesen Unsinn attackiert haben. Aber sie sind in der Partei nicht mehr vorangekommen. Sie sind in der Fraktion nicht berücksichtigt worden. In der Unionsfraktion existieren weitgehend auch noch immer diese alten Vorstellungen aus der Merkel-Zeit. Ja, nicht anecken. Ja, und dann glaubt der Bürger, das ist leider so mehrheitlich, dass mit mehr Windenergie wir etwas gegen die Energiekrise tun können. Zum Glück glaubt der Bürger auch, dass wieder mehr Kernenergie erforderlich ist und Kohlekraftwerke nicht verzichtbar sind. Das glaubt der Bürger auch. Aber parallel glaubt eine Mehrheit durch diese einseitige Bestrahlung über Jahrzehnte, dass mehr Windkraft in Deutschland erforderlich sei, auch im Süden Deutschlands, in der Mitte Deutschlands. Das ist verrückt, denn es fehlen die einfachen vier Grundrechenarten. Also vierte Klasse spätestens ist klar für einen guten Grundschüler, dass eben 10 mal 0 0 ist, aber 10.000 mal 0 auch 0 ist. Das heißt, wenn kein Wind weht und die Sonne nicht scheint, kann man diese sogenannten Erneuerbaren, Photovoltaik, Wind vergessen. Die kann man vergessen. Es gibt keine relevante Speichertechnik. Es gibt keine relevante Speichertechnik, wenn der Wind nicht weht in Deutschland. Dann können auch die Netze toll ausgebaut werden im Sinne von Frau Baerbock. Wir speichern das in den Netzen. Völliger Blödsinn natürlich, weiß jeder. Dann können von Nord nach Süd auch große Stromtrassen sein. Es gibt genug Stunden in Deutschland, genug Tage in jedem Jahr, wo auch an der Nordsee kein Wind weht. Das wird immer gerne vergessen. Und Strom brauchen Sie immer. Sie brauchen als Industrie sowieso immer Strom. Wenn in Deutschland der Strom über längere Zeit nicht da ist für die Industrie, oder unbezahlbar ist, dann verschwindet die Industrie aus Deutschland. Und zwar ganz leise, wie sie das seit Jahren im Chemiebereich schon macht und wie sie es in großem Stil in den nächsten Jahren macht. Nur einem Audi-Boss, dem ist das ja egal. Der kriegt seine Millionen auch dafür, dass er sich an die Politik anpasst. Und in 5, 6 Jahren ist der Mann ja wahrscheinlich gar nicht mehr an der Spitze des Unternehmens. Ist ja kein echter Unternehmer, ist ja ein angestellter Manager. Der ist kein haftender Unternehmer für die Zukunft, der muss an nicht die nächste Generation denken. Und wo so ein Audi-Boss oder Mercedes-Boss, Kalenius oder wie diese Leute alle heißen, später Golf spielt, die können überall auf der Welt Golf spielen. Die müssen nicht in Deutschland Golf spielen. Nicht? Wenn Deutschland da nieder ist, sind diese Leute schon lange weg, die uns mit in diese Sache reingeritten haben. Ja, und diese Themen bewegen uns immer mehr. Und wir sehen anhand der Zuschriften, wir sehen anhand derer, die leider nicht zur Wahl gehen, weil sie deillusioniert sind. Das ist der größte Fehler im Übrigen. Das heißt also, wir haben es in Niedersachsen gesehen, 40% sind nicht zur Wahl gegangen. Wäre übrigens die größte Partei, wenn diese zur Wahl gehen würden. Nicht wählen ist die ungünstigste Lösung. Wir haben ja nächstes Jahr wieder Landtagswahlen, unter anderem auch in Bayern. Also ich kann an jeden nur appellieren, gehen Sie zur Wahl, geben Sie eine Stimme ab. Und lassen Sie sich nicht durch Überschriften täuschen. Lassen Sie sich nicht durch Überschriften täuschen. Sie sehen es anhand des Gespräches mit Jürgen Braun, dass das ein Mann ist, der mit einem hohen Wissen, mit einer Eloquenz ausgestattet ist. Und lassen Sie sich nicht täuschen, indem es heißt, die kann man ja nicht wählen, die haben dies und jenes gemacht. Oder wie es letztlich heißt von einer Dame, die mit im Vorstand der Grünen ist und sagt, ziehen Sie klar eine Brandmauer zur AfD. Was die CDU angeht, die Ablehnung der Gendersprache in Thüringen. Und das sind Dinge, wir haben eine demokratisch gewählte Partei, wir unterhalten uns mit den Vertretern aus der Partei
Und es obliegt Ihrer Entscheidung und Ihrer Überlegung, ob Sie dem folgen oder nicht. Aber das, was wir jetzt haben, ist sicherlich etwas, was nicht am Rand des Abgrunds, sondern wir befinden uns schon im Fall. Wir überlassen unseren Gästen immer das Schlusswort. Das tue ich auch in diesem Fall, lieber Herr Braun, wenn Sie das bitte noch kundtun würden, was Ihnen noch auf dem Herzen liegt. Ja, Herr Weber, ich wünsche Ihnen mit Ihrem mutigen Projekt Hallo Meinung weiterhin alles Gute. Sie werden gebraucht. Wir brauchen eine Vielzahl an publizistischen Stimmen, sowohl im Fernseh-Videobereich als auch im Hörfunk, auf anderen Online-Formaten. Es gibt ja vieles, reitschuster.de, ach gut, Tichys Einblick und so weiter. Wallasch ist auch sehr kritisch unterwegs. Also da gibt es einiges an guten Plattformen, aber Ihre Form bietet eben, sage ich mal, das Interviewformat, was so andere in dieser Form nicht haben, das 1-zu-1-Gespräch, wo sich Bürger ausführlich informieren können. Und das ist wichtig. Das ist wichtig, gerade in Zeiten, wo eben über 8 Milliarden Euro bei ARD und ZDF landen, die ihrer Pflicht zur ausgewogenen Information seit Jahrzehnten immer weniger, um nicht zu sagen gar nicht mehr nachkommen. Es ist ja schon das Traurige, dass Herr Plasberg jetzt in den Ruhestand geht und er wird kritisch plötzlich und sagt, es ist vieles falsch gelaufen bei ARD und ZDF. Wir sind nicht mehr ausgewogen. Es wird nicht mehr über alle Meinungen berichtet. Ja, das war's dann, aber das macht er jetzt am Ende, wo alles vorbei ist. Nachfolger wird ein Jungspund, dessen Qualifikation im Wesentlichen Sohn ist und dass er linksgrün ist. Ja, das ist, glaube ich, der Sohn von Herrn Lohmeier und das ist es dann, ja. Und Qualität gleich null. Es gibt auch keine Qualitätsanforderungen an diese Leute. Es gibt keine konkurrierenden Formate, wo eben was anderes gemacht wird, sondern nur im Kleinen. Also ARD und ZDF sind unser Hauptproblem in Deutschland. Das ist von Hans-Georg Maaßen und anderen auch erkannt. Wir müssen dringend dafür sorgen. Wir müssen dringend dafür sorgen, dass dieses Zwangsgebührensystem in Deutschland abgeschafft wird. Nur dann haben wir die Chance, dass in Deutschland wieder Pluralismus im Sinne verschiedener Meinungen wirklich einzieht und dass wieder Journalismus auch konkurrierend und gut gemacht wird. Das wäre mein Wunsch an uns alle. Ich sage recht herzlichen Dank, Herr Braun. Ich sage recht herzlichen Dank an die Zuschauer und sage bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Weber. Bis zum nächsten Mal.